Herzlich willkommen. Im heutigen Video werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie gesund oder auch wie gefährlich ist die Fütterung unserer Hunde mit rohem Fleisch? Ja, unheimlich viele Leute haben mich da angeschrieben und haben sich ein Video zum Thema Barfen gewünscht. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal darauf ein. Es gibt ja viele Fans des Barfens, andere mögen das überhaupt nicht. Und wir betrachten jetzt einfach mal relativ neutral die Vor- und Nachteile. Wir beginnen mal mit den klaren Vorteilen. Also, beim Barfen ist es so, ich weiß natürlich, was im Napf ist. Ich kann selber einkaufen gehen, ich kann mir selber die Zutaten zusammenstellen. Und die Zutaten sind natürlich auch alle frisch. Dadurch bedingt, dass die Zutaten frisch sind, bleiben eigentlich auch alle Mikro- und Makronährstoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Es gibt einfach viele Dinge, die bei der industriellen Verarbeitung, beim Erhitzen und so weiter kaputt gehen. Das alles bleibt, wenn ich die Hunde komplett frisch ernähre, einfach erhalten. Wenn ich den Hund frisch füttere, dann ist das Futter in der Regel natürlich auch frei von chemischen Zusätzen und auch von Bindemitteln, die im industriellen Futter enthalten sind. Auch das kann man durchaus als Vorteil bezeichnen. Des Weiteren ist es so, das kommt immer darauf an, wie viele Hunde hat man. Habe ich kleine Hunde, habe ich große Hunde? Es kann durchaus günstiger sein, die Hunde mit frischem Fleisch oder selbstgekochten Sachen zu ernähren, weil ist ja klar, das Ganze mache ich selber, ich muss mich selber darum kümmern, ich verarbeite das selber und es kann schon mal günstiger sein als ein hochwertiges anderes Futter. Hier liegt die Betonung wirklich auf hochwertig, weil es gibt natürlich ganz, ganz viel schlechte Futter, die ich für ein paar Euro kaufen kann. Wenn ich jetzt das Barfutter mit einem solchen Futter vergleiche, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen, das geht natürlich nicht. Das heißt, wenn ich Barf mit einem hochwertigen anderen Futter vergleiche, dann kann es durchaus sein, dass es günstiger ist. Insbesondere, wenn man mehrere Hunde hat oder mehrere große Hunde hat, die auch eine ganze Menge im Monat fressen. Ich habe ja selber zwei Hunde, also ich kann euch da was von erzählen, was die Hunde tatsächlich dann so einen Monat vertilgen. Bevor wir mit den Nachteilen anfangen, kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo es sowohl Vor- als auch Nachteile zu erwähnen gibt. Und das ist die Sache mit den Bakterien. Das ist ja ein unheimlich großes Thema. Viele Leute sagen ja, rohes Fleisch, da wimmelt es nur zu von Bakterien. Und das ist natürlich überhaupt absolut ungesund für unsere Hunde. Hier möchte ich jetzt zwei Sachen zu sagen. Zunächst mal, dass Bakterien ungesund sind, ist völliger Quatsch. Das stimmt gar nicht. Also das heißt, es kann sogar von Vorteil sein, wenn Hunde ein Futter fressen, was nicht komplett steril ist, wo Bakterien drin sind. Wozu führt das? Das führt ja letztendlich zu einer Darmflora, zu einer gesunden Darmflora und stärkt letztendlich auch die Abwehrkräfte des Hundes. Das fängt übrigens auch schon an bei der Geburt des Welpen. Wenn ein Welpe geboren wird und die Mutter leckt diesen Welpen ab, dann kommt der Welpe das erste Mal mit Darmbakterien in Kontakt. Das führt dazu, dass da eine gesunde Darmflora aufgebaut wird. Und es gibt sogar Untersuchungen, dass bei Hunden, die per Kaiserschnitt geboren worden sind, die nicht direkt Kontakt zur Mutter haben, da sich etwas nicht so gut entwickelt, beziehungsweise dass die Hunde nicht so widerstandsfähig sind gegenüber Ernährung und Nahrungsmitteln. Generell ist es also gar nicht schlecht, wenn Bakterien im Futter vorhanden sind. Man kann das als Vorteil sehen. Hier kommen wir jetzt aber auch zu den Nachteilen, weil ich habe ja gesagt, diese Sache muss man ein bisschen differenziert sehen. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Bakterien im Futter sind und wie viele Keime sich dort finden lassen. Es gab da vor kurzer Zeit eine Untersuchung, da hat man diese ganzen Fertig-Barf-Rationen untersucht und hat dann eine ganze Menge an Keimen gefunden, unter anderem auch antibiotikaresistente Keime. Und da ist natürlich die Frage, was ist mit uns Menschen? Weil wir haben engen Kontakt zu unseren Hunden und jeder Hund leckt in der Regel uns mal irgendwo durchs Gesicht oder gerade wo Familien vorhanden sind, wo auch dann Kinder mit rumlaufen. Da ist natürlich so, dass auch wir Menschen mehr in Kontakt mit diesen Bakterien kommen und diese gewissen Keime, die dort gefunden worden sind, gerade die antibiotikaresistenten Keime, das ist natürlich was gar nicht so toll ist, wenn wir uns damit infizieren. Oder wenn wir sowas abbekommen, kann es einfach sein, dass wir Menschen das nicht so gut verpacken wie unsere Hunde.
Das sollte man einfach dabei bedenken. Das heißt, die Sache mit den Keimen und Bakterien hat gewisse Vorteile, kann aber auch gewisse Risiken beinhalten. Man kann da nicht pauschal sagen, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Man sollte darüber informiert sein und muss sich dann letztendlich selber da eine Meinung zu bilden. Dann machen wir mal weiter mit den klaren Nachteilen, wenn man so möchte, des BaFins. Und das ist für mich einfach zunächst mal der Aufwand. Ja, einige BaF-Freunde werden jetzt sagen, ja, ist ja gar nicht so aufwendig. Ja, ich finde schon, dass man auf jeden Fall mehr Aufwand damit hat, als wenn man den Hund mit einem Fertigfutter füttert, weil ich muss das ganze Fleisch irgendwo lagern, es muss gefroren werden. Ich möchte ja nicht alle 2 Tage einkaufen gehen. Das heißt, ich brauche in der Regel eine große Tiefkühltruhe, wo ich das Ganze lagere. Ich muss dann auch ein bisschen drauf schauen, so wie ernähre ich den Hund, was kriegt er denn jetzt für ein Futter? Ich brauche eine gewisse Quote auch an Obst und Gemüse. Das muss auch mit dabei sein und ich muss einfach schon auf ein paar mehr Sachen achten. Ich muss das Ganze auspacken, vermischen und so weiter und so fort. Das heißt, es macht definitiv mehr Aufwand. Ein weiterer Nachteil ist es, dass es schwieriger ist, mit BaF zu verreisen. Also das heißt, wenn ich mit meinen Hunden mal im Hotel bin oder irgendwo im Urlaub, dann ist es ganz schwer, diese Mengen an gefrorenem Fleisch mitzunehmen. Und auch in anderen Orten oder auch im Ausland ist es teilweise gar nicht so häufig, das Ganze zu bekommen. Wenn ich es also da beschaffen will, dann bin ich unterwegs, da muss ich eine Menge machen. Also da erschwert es diese ganze Sache schon. Ein Nachteil habe ich gerade schon genannt, gegebenenfalls Keimbelastung, haben wir darüber geredet. Und ansonsten ist für mich ein Nachteil des BaFins tatsächlich, dass ich mich so ein bisschen damit beschäftigen muss, was frisst der Hund denn überhaupt, was ist denn da drin? Und da scheiden sich jetzt die Geister. Einige Leute sagen, man braucht einen BaF-Plan, der Hund braucht genau so und so viel Gramm von irgendeinem Vitamin, was irgendwo drin ist, und so viel Gramm Öl und das muss total abwechslungsreich sein. Andere sagen, man sollte es einfach so machen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, ich finde es anstrengend, wenn man das wirklich abwiegt. Das wird alles ein bisschen kompliziert. Letztendlich ist es bei uns Menschen ja auch nicht so. Es gibt auch eine Ernährungsempfehlung für uns Menschen, wie viel Vitamine wir aufnehmen sollten. Aber jetzt frage ich euch einfach mal, wer wiegt das genau ab? Also wer weiß jetzt bei seiner Ernährung genau, wie viel Vitamin er jetzt jeden Morgen zu sich nimmt und jeden Abend dann so und so viel Kohlenhydrate und so weiter. Das wissen wir ja auch nicht. Dennoch gibt es eine allgemeine Sache, dass die Leute, die ein bisschen darauf achten, die sich gut und gesund ernähren, in der Regel auch dann einfach gesünder sind, gerade langfristig. Und so ist bei unseren Hunden auch. Ich bin nicht der Fan von jedes Gramm zu wiegen, aber man muss schon so ein bisschen drauf schauen. Man muss mehr gucken, was essen die, weil ich habe ansonsten durchaus eine gewisse Gefahr der Mangelernährung. Mache ich das BaFin also komplett falsch und unausgewogen, dann kann es schon passieren, dass die Hunde Mangelerscheinungen haben, dass es da Probleme gibt oder dass es den Hunden dann einfach auch gar nicht so gut gibt. Auch solche in Anführungszeichen krank gebarften Hunde habe ich schon gesehen und habe davon gehört. Also das ist definitiv da das Problem und auch nicht zu unterschätzen. Mein Fazit zum Thema BaFin. Kann man Hunde mittels BaF gesund ernähren? Ja, selbstverständlich. Man kann Hunde darüber gut ernähren. Aber ich möchte eine andere Sache nochmal sagen. Es ist nicht der einzige Weg, wie ich Hunde gesund ernähren kann. Es gibt auch andere Methoden, man kann selber kochen. Es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Fertigfutter und auch damit kann ich einen Hund gesund ernähren. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie ihr ein gutes von einem schlechten Fertigfutter unterscheidet, dann verlinke ich euch nochmal ein Video. Da könnt ihr gerne schauen, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht und da gehe ich so ein bisschen darauf ein, was denn ein gutes Futter ist, was ein schlechtes Futter ist und vor allem mit welchen Tricks die Futterhersteller arbeiten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video erstmal gefallen und es hat so ein bisschen Klarheit in das Thema BaFin gebracht. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, wenn euch das noch mehr im Detail interessiert, welche Mythen es dazu gibt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann mache ich da vielleicht noch mal was zu und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Bis zum nächsten Video.